Wenn man dann Meister werden möchte und wirklich ganz vorne mitspielen möchte, dann muss man so wie bei der Wiener auch im Winter nochmal zuschlagen und Spieler holen, die Bundesliga-Niveau haben, die in der Bundesliga schon gespielt haben und jetzt in der Regionalliga, damit dieser Meistertitel garantiert ist. Wie ist es dann? Ja, man muss generell sehen, okay, was ist das Endziel oder das Ziel an sich, ja? Und dementsprechend muss man sich aufstellen. Jetzt haben wir in der Wintertransferperiode einfach gewisse Situationen wahrgenommen, um dieses Ziel in den Profifußball zurückzukommen, um auch einen Marktwert für die Spieler zu bekommen, um auch junge Spieler dann richtig zu platzieren. Wiener wird in Zukunft ein Ausbildungsverein werden. Dementsprechend werden wir uns auch aufstellen. Nur jetzt ist das Hauptaugenmerk, dass wir zurück in den Profifußball kommen. Und wir haben Möglichkeiten am Markt wahrgenommen, um dieses Ziel halt einfach schneller zu erreichen. Früher hat es ja immer vier Vereine gegeben, teilweise in der Bundesliga mit dem Sportclub, mit der Vienna, mit Austria und mit Rapid. Aber hat man jetzt ein bisschen auch Bedenken bei Austria, dass die jungen Talente dann von der Vienna weggeschnappt werden? Und gibt es da so ein Konkurrenzdenken jetzt auch schon? Oder findest du es positiv, dass so ein Verein, man alle immer mal Sympathien gehabt für die Vienna oder auch für den Sportclub? Aber wie wissen Sie das? Die Vienna sagen meines Wissens also zumindest drei Spieler, die bei mir Wino aus der Amateure drin, aber entweder bei den Amateuren schon dabei waren oder noch in der U18 waren. Noah Steiner spielt bei einer Fix in der Innenverteidigung, dann gibt es in Cedomir in Bombic und in Edelhofer. Genau, Edelhofer. Luca, also das sind schon Spieler, die mit der Austria-Vergangenheit sind und die eine gute Qualität haben. Ich verstehe aber, die Wiener, die haben geschaut, was ist am Markt, was können wir. Was hilft uns wirklich weiter und wo können wir das ein bisschen absichern oder bis zu einem gewissen Prozentsatz absichern, dass wir heuer diesen Meistertitel einfahren und eine Liga höher gingen. Und da haben sie für mich bombastisch zugeschlagen. Und am Ende des Tages können sie sich, glaube ich, über den Rest der Saison nur selber schlagen. Wenn sie da nicht Meister werden, dann haben sie irgendwas in der Mannschaft falsch gemacht. Ansonsten, glaube ich, können sie sich nur. Ich glaube, Stripfing wird über kurz oder lang die Zügel fallen lassen und nicht mehr so. Aber hat das nicht auch den Druck massiv? Oder sind das Spieler, die mit Druck umgehen können, aus deiner Sicht, dann, die ihr geholt habt? Das ist eben auch ein Thema. Ja. Ich meine, die Chance mit diesen Spielern, Meister zu werden, ist einfach dementsprechend höher. Und es geht einfach, diesen Prozentsatz einfach nach oben zu treiben, dass die Chance am größten ist, dass man diesen Aufstieg schafft. Man muss auch dazu sagen, dass unser Nachwuchs, so gut wir das jetzt auch die letzten Jahre wieder aufgebaut haben, noch nicht das Level hat, dass sie wieder einzelne Spieler zu platzieren, was wir schon schaffen. In Kerim Abasovic spielt der 2004-Jahrgang, wo der einmal ausgefallen ist wegen Corona, wo der Trainer gesagt hat, Wahnsinn, was machen wir jetzt? Ne? Und ich sage, naja, schau da unseren Kader an, aber der ist ein 2004-Jahrgang, der ist aus dem eigenen Nachwuchs, ist auch von der Austria. Was wir schon haben ist, wir sind schon ein Auffangbecken für Spieler, die es dann bei Rapid und Austria nicht schaffen. Warum nicht schaffen? Also Rapid und Austria hat nicht immer recht und gibt auch Spieler weg, so wie der Kerim Basovic, der jetzt einfach bei uns Stammspieler ist, die dann auch Edelhofer, Bumbic, die so eine zweite Chance und eine zweite Luft dann bekommen über einen Regionalliga-Verein, der professionell geführt ist.